Yo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von PvP oder Minecraft PvP oder PvP Mittwoch. Man weiß es nicht, wie man es genau am besten sagen kann. Auf jeden Fall möchte ich heute mal wieder über ein Thema sprechen. Im Hintergrund seht ihr wieder ein One in the Chamber Gameplay, so wie in der letzten Woche schon. Heute war es aber mal nicht ganz so gut wie letzte Woche. Also letzte Woche habe ich ja AMK rasiert, also das war ja richtig krass, ja. Auf jeden Fall mal angucken, es lohnt sich. Ein paar Spieler haben wir wieder dabei, die letzte Woche schon dabei waren, wie der hier. Ja, dann als Thema für heute habe ich mir mal überlegt, redest du doch mal über diese Twitter-Fragerunden, diese ständigen Twitter-Fragerunden von allen möglichen YouTubern. Ja, was ist da meine Meinung dazu? Also, da muss ich dazu sagen, so Twitter-Fragerunden ist ja an sich was richtig Cooles eigentlich. Weißt du, auf Twitter, da hast du halt nur 140 Zeichen, du kannst nicht besonders lange Sachen schreiben, also man kann das schön schnell alles vorlesen. Du hast einfach das ist eigentlich die beste Plattform, wo man so den Kontakt von YouTuber und Zuschauer sehen kann. Und ja, deswegen ist es eigentlich eine richtig geile Methode, einfach mal so rumzufragen. Aber ich finde, es wird ein bisschen ausgenutzt und ein bisschen zu oft gemacht. Ich meine, es gibt natürlich viele Menschen, die Fragen haben an größere YouTuber und die machen dann auch immer ständig so Fragerunden. Vor allem auch immer, wenn sie nicht wissen, was sie reden sollen. Das ist natürlich auch cool. Würde ich auch gerne mal machen, aber ich würde es dann nicht so oft machen. Also wenn ich eine größere Reichweite hätte, würde ich es halt machen. Ist ja logisch, da, weil man sich einfach dafür interessiert, was die Leute fragen und so, und man vielleicht gerne sowas mal beantwortet, um einfach diese Community-Sache halt mal darzustellen oder auch mal irgendwie mit der Community so ein bisschen was zu machen. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache, aber es wird mir eindeutig zu oft gemacht und von zu vielen Leuten. Weißt du, es machen einfach zu viele Leute, wenn ich in meine Abo-Box gucke, da, man sieht es ja nicht immer im Titel, aber wenn ich so rumgucke, da ist ständig irgendwo, sprechen die Leute nur so Themen von Twitter an oder Fragen von Twitter. Und das nervt auf Dauer doch schon, weil es sind doch schon dieselben Fragen auf Dauer. Also ihr müsst euch das mal so anhören, keine Ahnung, zum Beispiel Revi oder so, die beantworten sowas halt ständig. Und ja, wie gesagt, das sind halt immer dieselben Sachen. Und irgendwann nervt es dann halt auch. Manche YouTuber halten sich da auch ein bisschen zurück, wie zum Beispiel hier Spark of Phoenix oder Broken Thumbs auch. Die machen das nicht so, so aktiv. Ja, ist jetzt jedem seine Meinung oder jedem selbst überlassen, wie er es macht. Allerdings, man sollte nicht zu sehr damit genervt werden, weil es halt, wie gesagt, immer dieselben Fragen sind. Und ja, das ist halt auch immer blöd, wenn man so als kleiner YouTuber ist. Da kann man sowas auch nicht machen, weißt du? Ich würde es ja gerne mal machen, aber halt nicht so oft. Also vielleicht so mal einmal im Monat oder so. Vielleicht im PvP-Mittwoch oder im Let's Play, keine Ahnung, würde ich mir dann was einfallen lassen. Immer so am letzten Tag des Monats, wo eine Let's Play-Folge kommt, da würde ich dann Twitter-Fragen beantworten. Das wäre eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, würde mir auf jeden Fall gefallen. Aber halt, wie gesagt, nicht so oft. Ich habe es ja jetzt oft genug betont. Und ich denke mal, ihr versteht schon, worauf ich hinaus wollte. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben und ihr könnt mir natürlich auch eure Fragen senden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auf meinen Twitter-Account, @textmarklp, einfach hintereinander. Und ja, das wäre ganz cool. Ich müsste mir meinen Hashtag überlegen. Einfach mal unter den Hashtag, ich sag mal, frag Textmark, so ganz billig. Können wir uns dann später noch was anderes überlegen. Aber wenn ihr da eine Frage habt, dann stellt sie mir ruhig und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Es ist natürlich auch das Problem, es haben wenige Leute Twitter von meinen Abonnenten oder von den YouTube-Usern allgemein, weil Twitter ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, bei den normalen Leuten ist es nicht so beliebt, sage ich mal, da die nutzen eher Facebook. Ich weiß nicht, ob ich in die Richtung schon gegangen bin bei meinem einen Video, wo ich darüber geredet habe, Facebook versus Twitter. Aber es kommt mir irgendwie so vor, als ob diese normalen Leute so, die nicht viel mit YouTube zu tun haben, eher auf Facebook sind,
Und der Rest, die halt so auf YouTube sind, entweder Zuschauer oder halt die YouTuber selber, dass die so auf Twitter sind, weißt du, das kommt mir immer so vor. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Und ich würde sagen, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Lasst eine Bewertung da oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder halt nicht. Und schaut mal bei meinen anderen Videos vorbei, in den anderen Folgen. Da gibt es auch spannende Themen, hoffe ich doch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.